Der allergrößte Teil der Asylwerber, die derzeit nach Europa kommen, sind Moslems. Eine Tatsache, die viele Menschen sehr kritisch sehen. Einer der bekanntesten Moslems im deutschsprachigen Raum ist der deutsch-iranische Schriftsteller Navid Kermani, der dieses Jahr mit dem renommierten Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wird. Kermani ist Islamwissenschaftler, gläubiger Moslem und durchaus fasziniert vom Christentum, dem er jetzt sein neues Buch gewidmet hat mit dem Titel Ungläubiges Staunen. Navid Kermani, umringt von Kameras, in einer der größten klassischen Gemäldesammlungen Deutschlands im Museum Wallraff in Köln. Einer Religionsgemeinschaft anzugehören, ist vergleichbar damit, Fan eines Fußballclubs zu sein, sagt Kermani, der bekennender FC Köln-Anhänger ist. Das heißt, man fühlt sich verantwortlich, egal wie der Club spielt, für den eigenen Club. Im Wallraff-Museum sind einige jener kirchlichen Gemälde zu sehen, mit denen sich Navid Kermani in seinem neuen Buch Ungläubiges Staunen beschäftigt. Kermani, selbst gläubiger Moslem, zeigt sich darin in all seiner Skepsis etwa dem Kreuz gegenüber, der Leidensvergötterung, wie er es nennt. Im Ganzen ist das Buch aber vor allem Ausdruck einer vorsichtigen Annäherung eines religiösen Menschen über den Weg der Kunst an eine ihm fremde Religion. Sie haben sehr viel gemeinsam. Und oft ist es ja so, wie auch im Alltag, dass man sich dort besonders oft streitet, wo man sich sehr ähnlich ist. Grundlage des Denkens von Navid Kermani, der mit seiner Familie in Köln lebt, Trennung von Staat und Religion, Verteidigung der Errungenschaften der Aufklärung und damit auch der religiösen Toleranz. Kermani widerspricht all jenen, die Religionen für alles Übel in der Welt verantwortlich machen. Wenn der Mensch nicht an Gott glaubt, glaubt er an sich selbst. Und das ist, das zeigt das 20. Jahrhundert, nicht die ungefährlichere Variante. Navid Kermani ist überzeugt, Selbstachtung, nicht Selbstverleumdung, ist Garant für ein friedliches Miteinander. Das heißt auch unteilbarer Respekt vor der Religion des anderen. Der Fundamentalismus, der Nationalismus, der entsteht ja gerade meistens dort in fast allen Fällen. Das sehen Sie ja an den Biografien derjenigen, die dann Fundamentalisten werden, wo Menschen nicht in ihrer Tradition stehen, sondern sich selbst eine Tradition zusammenbasteln. Das heißt, der Traditionsbruch, auch der Verlust des eigenen kulturellen Gedächtnisses, ist auch in meinen Augen auch gesellschaftlich etwas sehr Gefährliches. Was kann Sie richtig wütend machen, Navid Kermani? Ist, wenn sich Stärkere oder Reichere nicht einmal in die Lage der Ärmeren und Schwachen hineinversetzen können. Navid Kermanis jüngstes, äußerst lehrreiches und gut lesbares Buch zeigt jedenfalls nicht zuletzt, Staunen bringt neue Erkenntnis hervor.